1000 Wörter jeden Tag. Das ist die Selbstverpflichtung, die ich mir selber auferlege. Und das ist das Versprechen, was ich mir gebe und was ich dir gebe. Und zwar werde ich ab heute, das heißt, ich habe eigentlich schon seit ein paar Tagen angefangen, mehr oder weniger, aber ab heute werde ich jeden Tag 1000 Wörter schreiben. Ich werde leider nicht mehr schaffen, jeden Tag ein Video zu machen, aber dafür schreibe ich jeden Tag 1000 Wörter für dich. Ja? Und damit wird die Authentic German Learning Academy immer und immer größer und es wird immer und immer mehr Kurse geben. Die Eröffnung der Authentic German Learning Academy ist in 2 Tagen. Ja, also am 9. Dezember wird es ein Video geben und in diesem Video werde ich die Akademie offiziell eröffnen. Ja, aber dieses Video ist nur eine Ansage, dass ich 1000 Wörter jeden Tag schreiben werde. Und vielleicht kann ich auch erklären, wie ich das mache. Und zwar benutze ich Google Sheets, Google Docs, ja, also die Dokument-Webseite von Google, also die Webseite von Google, womit man Dokumente erstellen kann. Und Google ist richtig gut geworden in der Spracherkennung. Und zwar rede ich mit meinem Mikrofon und also ich rede in mein Mikrofon rein und Google erkennt recht gut, was ich sage. Es ist nicht ganz perfekt, aber spart mir manchmal ein bisschen Zeit zu schreiben. Und das ist eine gute Möglichkeit, ein bisschen nachzudenken und dann ein bisschen was zu reden. Und dann schreibt Google das auf und dann korrigiere ich den Satz, also die Rechtschreibfehler, die Google vielleicht gemacht hat, weil es mich nicht ganz verstanden hat. Oder ich strukturiere den Satz um. Ja, ich mache die Sätze so, dass sie möglichst verständlich sind, möglichst präzise und so weiter. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich mir jetzt überlegt habe, dass ich lieber schreibe. Was heißt lieber schreibe? Ich mache beides gerne. Ja? Ich mache die Videos gerne und ich schreibe gerne. Aber die schriftliche Form hat ein paar Vorteile. Und zwar, dass ich mehr über das nachdenken kann, was ich sage und wie ich es sage. Und mein Ziel ist es immer, dir so gut wie möglich zu helfen. Und dann überlege ich mir diesen Text, dann schreibe ich ihn auf, dann organisiere ich ihn, ich strukturiere ihn und dann nehme ich ihn auf. Das heißt, keine Sorge, wenn du mit diesen Videos Deutsch lernst und nicht so viel Zeit hast. Und ich weiß, ein paar von euch meinen, ja, ich habe nicht so viel Zeit, Marco. Und viele Leute hören meine Videos nur. Ja? Viele Leute machen mein Video, also Videos von mir an und dann hören sie mir zu. Ja? Zum Beispiel auch beim Autofahren. Ja? Ich hoffe, pass auf, achte auf die Straße, achte darauf, dass du gut fährst. Ja? Pass auf, dass du keinen Unfall machst. Nein, wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen. Ja? Wir wollen nicht über das Schlechte reden. Ja? Nein, aber viele von euch hören mich nur. Ja, und in der Akademie kannst du mich hören und lesen. Ja? Ich werde dann immer ein Audio, wie sagt man, ein Wiedergabe-Widget, ja? Ein Wiedergabe-Element. Ein Wiedergabeelement einfügen in die Webseite, sodass du auf Play drücken kannst, auf Start und dann kannst du hören, was ich sage. Und hinterher kannst du dir all die Tonaufzeichnungen herunterladen und kannst sie unterwegs hören und all sowas. Ja? Also ich möchte euch da noch mehr entgegenkommen. Und 1000 Wörter am Tag, das ist ja, für die Leute, die jeden Tag mit mir lernen. Ja? Keine Sorge, wenn du dann eines Tages meinen YouTube
Kanal überprüfst und du siehst kein neues Video, nun, dann weißt du, ich habe stattdessen 1000 Wörter geschrieben und die bekommst du in der Akademie. Ja, das ist einmal die Neuigkeit und einmal auch ein paar Tipps, ja, wie ich das mache. Und ich denke, es ist gar nicht so schwer. Also es braucht sehr viel Disziplin. Aber wenn man konzentriert arbeitet, kann man das in 2 bis 3 Stunden schaffen, 1000 Wörter zu schreiben. Ja? Also nur als Tipp, falls du auch vorhast, etwas zu schreiben oder so. Ja? Ich hoffe, dies war interessant und wir sehen uns morgen. Und vor allem übermorgen, wo dann die Akademie eröffnet wird. Okay, bis dann. Tschüss.